meine Mutter sagt, man muss die Elefantenscheiben schneiden. Eins nach dem anderen. Und es ist eben nicht nachhaltig. Also natürlich, es gibt andere Leute, oder wie du gesagt hast, die brauchen es so, dass von 0 auf 100 komplett alles anders. Aber so, es macht mehr Sinn, finde ich, wenn du Schritt für Schritt reinkommst und dann kommst du immer mehr in ein positives, produktives Momentum. Oder, weil jetzt zum Beispiel, kennst du das Buch Atomic Habits? Hey, ich habe einen Teil davon gelesen, finde es mega gut. Ist mir entfolgt. Also weißt du, so, irgendwie habe ich es immer weiterlesen und einfach verpasst. Und jetzt habe ich einen guten Reminder, wenn du wieder sagst. Weil dort ist eben noch eine Story drin gesehen, vom einen, der will anfangen zu trainieren, von gar nicht auf einfach anfangen zu trainieren. Der für den ersten Monat hat er, ist einfach das Limit gesehen, er darf nicht länger als 5 Minuten im Fitness sein. Okay. Und dort ist einfach der Witz dahinter, ist einfach gesehen, du gehst, das reicht, um dich umziehen und vielleicht eine halbe Übung machen und dann gehst du wieder. Aber die Resistenz, um dann effektiv ins Gym zu gehen, ist nach dem Monat dann viel kleiner. Ja. Oder weil du es schon einen Monat gemacht hast. Ja. Und das ist wirklich, probiere im Moment meinen Vater ein bisschen dort reinzubekommen. Und ich habe das Gefühl, oft ist das Problem von den Leuten, dass man wie vor allem erwartet, du musst jeden Tag einen Marathon säckeln. Ja. Aber schon, wenn du von gar nichts anfängst, dann schon mal einen guten Anfang, wenn du dann schon nur das Ziel setzt, 10.000 oder 5.000 Steps, wenn du zum Beispiel nur einen Bürojob hast, einfach irgendein attainable goal und dann schaffst du das und dann hast du das Gefühl, ach, ich könnte das wirklich noch anbekommen, oder? Und dann immer steigern, weil dann fühlt man sich auch, als würde man etwas erreichen. Und wenn du dir von Anfang an sagst, ich will viermal in der Woche je 2 Stunden gehen und dann schaffst du es vielleicht 1-2 Mal nicht, dann hast du gerade das Gefühl, ah, ich schaffe es eh nicht. Genau, es ist nur negativ behaftet. Ganz es ist nur Fehler. Auch wenn die Leute, eben, 6 Uhr für den normalen Fitnesstrainer wäre so 3 Mal pro Woche trainieren, wahrscheinlich so ungefähr der Sweet Spot von Aufwand und Ertrag. Wenn aber jemand kommt und sagt, ja, ich bin mega eingespannt, aber eben, ich weiss, ich muss etwas oder will etwas ändern und machen, hey, fangen wir mal mit 2 Mal an. Fangen wir mit 2 Mal eine Stunde an. Ich nehme jetzt gerade die 5 Minuten, oder? Also nicht, dass ich die schlecht finde, aber schon fast dann wieder die Effizienz oder auch, wo die schauen, dass die Leute Fortschritt machen und das sehen. Und dann fangen wir mit 2 Mal an. Dann ist es viel öfter, dass dann die Leute nach einem Monat sagen, hey, ich kann 3 Mal trainieren. Ich habe Fortschritt, aber viel eher die eingespannten Leute, die viel los haben, wenn sie 3 Mal machen, das sind die, die dann nur 2 Mal kommen und nachher viel eher Mühe haben, dass sie es lange durchsetzen, weil sie sehen nicht, oh, geil, ich trainiere jetzt 2 Mal pro Woche. Sie sehen eigentlich nur, ich kann immer nur 2 Mal statt 3 Mal kommen. Ich habe versagt. Yeah. Dann ist es ja negativ behaftet. Statt, oh, geil, ich kann jetzt 2 Mal trainieren. Ich merke Fortschritt, ich fühle mich besser, fitter oder habe schon Muskeln aufgebaut oder vor allem auch stärker. Ich habe jetzt 40 Kilo Squat angefangen, jetzt bin ich bei 75. Ich will mehr. Yeah. Jetzt will ich das 3. Mal trainieren. Das ist wirklich auch vor allem das, was jetzt bei der klassischen New Year's Resolution ist. Oder die von Anfang an denken, easy, am 1. Januar machen wir das. Dann probieren sie irgendetwas aus, was zu viel ist zum Anfangen. Weil oft in solchen Sachen ist es wirklich einfach nur, um die Gewohnheit aufzubauen. Correct. Und die Details vom Training sind am Anfang nicht so wichtig oder nicht zu wichtig. Oder weil es geht vor allem darum, dass es eine nachhaltige Lösung ist, wo du dann nicht nur jetzt 1-2 Monate ausprobierst, dann ist scheiße und dann hörst du auf, sondern du fährst mit fast nichts an und immer wie mehr und irgendwann bist du dann dort, wo du willst. Korrekt. Dann merke ich eben auch, wenn du jetzt mit Newbies schaffst oder Wiedereinsteiger, die schon lange keinen Sport mehr gemacht haben, ob die jetzt gerade mit 6 oder 8 Wiederholungen machen, ob die jetzt eher eine Dumbbell Overhead Press oder eine Barbell Overhead Press, weiß ich nicht, das ist sowas von nicht relevant. Sie müssen 2 bis 3 Mal pro Woche trainieren. Und klar kann man sagen, wenn jemand merkt, dass er mega schwachen Rücken hat oder du das auch siehst, wenn mit dem Squat ist, dann schadet es nicht, wenn du halt vielleicht ein Accessory für das nimmst. Aber es ist fast sekundär. Die wichtige Tätigkeit dort ist eigentlich, dass du dich zu einem regelmäßigen Training anbringst und eigentlich Best-Case-Szenario, wo mein Hauptaspekt ist, die Leute Freude am Training bekommen. Also, genau. Eben, ich coache Powerlifting, aber gleich in meinem Gym sind wahrscheinlich immer noch 70% der Leute, die kommen, die wollen Fitness, etwas für ihre Gesundheit machen und nicht, hey, ich will Powerlifting-Wettkämpfe machen. Ja. Und dann die meisten haben eben klassisch, oder also, 5 Kilo abnehmen, ein bisschen Muskel aufbauen oder ein bisschen Beachbody haben oder so. Die fangen nicht mit dem Training an, mit,
hey, Powerlifting oder Kraftsport ist so geil, ich will unbedingt squatten, sondern der Squat ist ein Mittel zum Zweck oder Bench Press. Und dann ist meine Hauptaufgabe oder eigentlich Intention ist, dass die Leute Freude bekommen an der Übung oder am Training selber. Ja. So dass sie das krasse Beispiel von sie kommen aus der Arbeit, steigen in den Bus und sagen, oh, scheiss mich an, trainieren, aber ich fette Sau muss trainieren. So, sie kommen aus der Arbeit, steigen in den Bus und sagen, oh, heute Squat, kann ich wieder 2,5 Kilometer Gewicht drauf laden. Und dann hast du ganz eine andere Habit und eine ganz andere Intention zum Training. Ja. Und dann ist der Fortschritt von diesen Goals, die sie haben, eigentlich eine Nebenwirkung. Und nicht mehr der Grund. Ja. Das ist eigentlich das Best-Case-Szenario. Und das sind dann die plötzlich nie etwas von Powerlifting gehört haben, reingekommen sind und fast so ein bisschen, wow, da hat es Leute, die mega stark sind, zu, ich werde jetzt einer von denen. Oder ja, irgendwann genau. Natürlich eine von denen sind, die Freude an dem Sport bekommen. Also, das ist etwas vom Geilsten. Das ist ja so.